oder hier? Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Grimmscorm auf der PlayStation 3 und willkommen zu meinem ersten Let's Play von Red Dead Redemption auf der PS3. Und ja, so bin ich jetzt auf so einer komischen Farm. Ich glaube, das ist die McFlanchen, die irgendwas Farm. Und ja, wir können hier auf dieser Map ja sozusagen alles machen. Bis zum Jagen, bis zum Reiten. Ich zeige euch jetzt einfach mal meine Eindrücke vom Spiel und so. Viel Spaß, Digga. So, ich habe hier mal ein Pferd, so ein Pferd gerufen. Kann man machen, wenn man die Pfeiltaste nach oben macht. Und ihr seht schon, echt schöne Grafik und richtig episches Gefühl. So, das Ding müsst ihr euch vorstellen wie GTA 4, ist nur ein bisschen größer. Dort gibt es halt noch eine geile Tierwelt dabei. Bären, Rehe, Hirsche, Wildschweine, Leoparden, Leoparden, Luchse. Ich glaube, alles gibt's da. Da schwirrt wirklich alles rum. Und da gibt es sogar ein paar Vögel am Himmel. Achtung, seht ihr das? Die Vögel fallen sogar vom Himmel und die kann man dann bestaunen oder anpissen und essen, wenn ihr wollt. Wenn ihr Hunger habt. Nee, das jetzt nicht, aber so in der Art. Und ihr seht, nur mal ein bisschen so zeigen, wie groß die Scheiße. Das ist jetzt nicht dein Ernst, so scheiß Gaul. Ah, wartet mal. Ich muss mich mal um den Gaul hier kümmern. Bleib stehen, Gaul. Ey, Gaul, ich wollte euch einfach mal die Größe der Spielwelt zeigen. So. Scheiß Gaul. Mann. Cool, episch. So, das ist die Spielwelt. Und wer jetzt sagt, die ist ein bisschen klein, der kann das meinen. Aber ich muss schon sagen, das ist ein richtig episches Gefühl. Wenn ihr das auf dem PC spielt, dann kriegt ihr erstmal einen Orgasmus und eine Latte. So. Jetzt rufen wir mal wieder mein zweites Pferdchen, weil wir wollen mal eine Mission erfüllen, die man hier machen kann. Und die zeige ich euch mal, wie das aufgebaut ist. So. Wenn ihr am Level steigt in dem Spiel, dann könnt ihr natürlich auch ein paar Tiere bekommen. Zum Beispiel so ein Bulle oder ein Zebraesel. Dann könnt ihr schneller reiten und so Sachen halt. So kleine Spielereien eben, was man so spielen kann. So, jetzt haben wir hier noch einen Reptilkarabiner. Und jetzt machen wir mal so eine Mission auf so einer Map. Die sieht so aus. Da draußen sind diese Gangster hier. Die wollen natürlich ihr Revier verteidigen. Aber die haben natürlich nicht mit mir gedacht, mit mir gerechnet hier, mit YouTube Gamescom. Der natürlich noch einen Reptilkarabiner hat. Ich bin ja Gott im Snipen hier. Och nee, von der Bollardbande wurde ich abgeknallt. Scheiße, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Leute, so ist das Leben. Kurz und schmerzlos, sag ich immer. Wo ist es nun mal? Das ist nicht immer gerecht, das Leben, gell? So, zack. Baff, 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 baff. Auf den Kopf muss ich zielen. Boah, das ist jetzt noch relativ harmlos, die Gegner abzuknallen. Och, wie kommt der denn her? Mann, wir haben alle keine Zähne mehr im Mund, alle diese Goldzähne. Was sind angezogen wie die letzten Landstreicher? Das verstehe ich auch nicht. So, es fehlen noch ein paar. Da drin ist ganz gefährlich. Da muss aufpassen, wenn da drin jetzt was falsch macht, bist du gut wie tot. Und ihr seht schon, das ist einfach gefährlich. Das ist einfach ein gefährliches Spiel. Und ich denke mal, jetzt rufen wir wieder mal meinen guten alten Gaul. Early YouTube Games komme. Komme zu Papa, dann gibt es PlayStation 3. So, zack, hier, aufsteigen hier. So, schöne Map hier. Also, gehen wir mal weiter und reiten mal in die Ferne der Wildnis, in die Vereinigten Staaten rein. So, können wir auch ein bisschen springen hier. Seht ihr, es ist sehr episch gemacht. Waff. Wow, herrlich, Digga. Schöner Gaul. Links seht ihr eine blaue Anzeige. Das ist meine, ja, meine Reitanzeige, wenn niemand erschöpft ist. Dreht mein Gaul durch und ihr seht ja, was passiert ist vorhin. Ich fall vom Pferd und das ist dann immer so nice. So, jetzt müssen wir warten. Sogar. Und da vorne haben wir zum Beispiel was richtig cool ist. Und zwar eine Kutsche. Ach, wie sieht das eigentlich aus, eine Kutsche zu reiten? Das kann ich euch mal zeigen. So, zack. Wunderbar. Können wir hier auch aufsteigen. Ich habe das lange nicht mehr gespielt, Leute. Muss ich erstmal gucken, wie die Steuerung ist. Ja, wunderbar. Genau. Dreieck war's. So, das ist jetzt die Kutsche, die wir haben. Und wer das noch nicht gespielt hat, bitte schreibt's mal in die Kommentare. Wenn ihr es euch kaufen wollt, das Spiel, dann sagt mir Bescheid. Weil da kann ich euch ein paar Tipps geben. So, Preisempfehlung vielleicht noch. Aber mehr als 20 Euro würde ich dafür nicht berappen. Das wäre natürlich sonst Verarschung. Und man kriegt das Spiel schon ab 20 Euro. Je nach guten Kontakten. Fuß.
Amazon. So. Das ist das Reiten und jetzt machen wir mal ein Suizid mit den Pferden. Ich denke nicht, dass sie das überleben werden. Und ich vielleicht auch nicht. Och nö, ich hab's überlebt. Das ist auch mal eine Sache. Starkes Ding. Starkes Ding. Och nee, die Pferde haben es überlebt. Mist, warum habt ihr das überlebt, ihr Pferde? Jetzt muss ich euch töten. Warum nur? Boah, kommt das andere Pferd auch noch? Ja, toll, das Pferd haut ab. Jetzt wäre es natürlich angebracht, einen Sniper zu besitzen. Und das andere Pferd ist auch tot. Ich sage ciao, Leute. Das war das Let's Play von Red Dead Redemption. Der Multiplayer-Modus. Ist nicht viel Aktivität heute hier. Weiß nicht, was los ist. Liegt wahrscheinlich an meinem Internet. Haut rein, Leute.